So, moin liebe Leute, zum sechsten Mal, obwohl das mein erster Vlog ist. Ich hatte Probleme bisher mit dem Mikrofon und hoffe, dass das jetzt hinhaut. Da war eigentlich nur immer ein Rauschen drauf, beziehungsweise einmal die Sprache, aber sobald man schneller gefahren ist, konnte man das dann auch nicht mehr verstehen. Jetzt habe ich mir so einen kleinen Windschutz gebastelt, hoffe, dass das ausreicht oder dass das geht irgendwie. Ja, und dann gucken wir mal, ob das jetzt zu verstehen ist oder nicht. Ich komme jetzt gerade aus der Stadt, fahre jetzt Richtung Heimat, hatte hier einen Termin. Ja, die Vlogs finden so im nördlichen Schleswig-Holstein statt, also nahe der dänischen Grenze. Ich bin jetzt hier zurzeit in Flensburg, da wo die Punkte herkommen, oder auch Beate. Wird einen oder anderen wahrscheinlich was sagen. Jedenfalls demjenigen, der einen Führerschein hat. Ich nehme jetzt hier die landschaftlich schönere Strecke. Bisschen durch den Wald durch, kleine Nebenstrecke. Gleich wird es noch mal ein bisschen zügiger, so dass ich auch sehen kann, wie das so läuft, wenn ich schneller fahre. Ich mache einmal das Visier zu. Das hatte ich nämlich bis hier offen. Und dann kann man vielleicht noch mal besser sehen, wie das so funktioniert. Ich habe eine MRA-Scheibe vorne drauf mit Spoiler verstellbar. Den habe ich jetzt ganz runtergestellt, weil die Windgeräusche deutlich lauter werden, wenn ich das, also den Spoiler hoch habe. Von daher muss man mal sehen, wie das jetzt funktioniert und auch so allgemein mit den Nebengeräuschen. Ich hoffe, dieser kleine Windschutzbommel, den ich mir hier gebastelt habe, übrigens aus dem kleinen Lämmerschwanz eines Schafes von meinen Kindern, also beziehungsweise nicht vom richtigen Schaf, sondern vom Stofftier. Also ich habe hier keinem richtigen Schaf den Schwanz abgehackt, aber das Stofftier war eh aussortiert und insofern konnte man sich das ruhig nehmen dafür. Deswegen komme ich auf die Vlogs. Ja, ich habe mir schon einige angeguckt. Ich fand, das war eine ganz, oder ist eine ganz witzige Idee. Man trifft wenige Vlogs hier oben, sondern meistens aus dem südlichen Deutschland. Hier oben gibt es eigentlich ja Kiel. Motovlog Kiel ist da und ja, Hamburg gibt es, Against the Road. Mit dem habe ich auch schon mal geschrieben, wegen dem Mikro halt, weil ich da Probleme hatte am Anfang, dass ich überhaupt eins gefunden hatte. Nun habe ich eins von Drift. Das sollte ja eigentlich dafür geeignet sein. Die verkaufen ja auch Kameras. Die Kamera, die ich habe, ist eine Rolei 5S Action Cam. Mit den Aufnahmen bin ich bisher sehr zufrieden. Ich habe schon mal Aufnahmen so gemacht. War neulich mal in Mogo, bei Mogo in Husum. Und ja, von den Aufnahmen her und so, wie gesagt, klappt das ganz gut, aber das Mikro ist irgendwie noch nicht so optimal, jedenfalls bisher gewesen. Ich denke, ganz optimal wird es auch noch nicht sein, aber wenn die Windgeräusche ein bisschen nachgelassen haben, dann geht's schon. Selbst wenn ich die irgendwie am PC nachbearbeitet habe, dann, weiß nicht, hört sich die Stimme danach auch sehr quakig an, teilweise abgehackt, war auch nicht so mein Ding. Insofern wollte ich die Stimme gerne, wenn es geht, so lassen, wie sie ist. Oder zumindest weniger retuschieren, dass sie nicht wie, klingt wie Mickey Mouse. Denn, ne? Ja. Es wird wahrscheinlich nicht ganz so viele Vlogs geben von mir. Also ich werde jetzt keine machen, die ich regelmäßig mache. Ich fahre zwar regelmäßig mit dem Motorrad zur Arbeit hin und her und jeden Tag. Bei jedem Wetter, aber ich bin jetzt nicht so der große Tourenfahrer und von daher muss ich immer sehen, wie das passt, mit welchen Leuten ich fahre, wenn ich mit Leuten fahre. Das ist auch relativ selten so, nur wird es ein bisschen schneller und von daher muss ich dann sehen, wie das so geht. Auch immer, weil das im Moment noch ein ziemlicher Gerödel ist, man ist das ja noch nicht so gewohnt mit dem Mikrofon und so, dass das halt ja, halbwegs zügig geht, die Leute nicht immer so auf einen warten müssen, wenn man den ganzen Scheiß immer auf und runter rödelt. Ich bin nur fahre ich knappe 130,
Dabei sind die Windgeräusche natürlich mehr zu hören, aber ich hoffe, dass ihr mir eine Sprache trotzdem noch versteht. Muss man halt mal sehen, wie oft ich das jetzt schaffe mit den Vlogs. Weiß gar nicht, hatte ich mich schon vorgestellt? Nee, ne? Möha dürft ihr mich nennen. Macht ja nichts. Lieber spät als nie. Ich denke auch teilweise werde ich Aufnahmen machen von irgendwelchen Touren, die ich fahre, wo ich dann nicht so viel zu sagen werde, sondern dass ich dann vielleicht ein bisschen Musik untermal, also dass es nicht reine Vlogs werden, sondern ja, Tourenbeschreibung, Tourenausfahrten, Gesabbel, je nachdem, was man wo er nachher gerade so ist und was er gerade so einfällt. Jetzt stehen wir hier wieder, nun wird es wieder ein bisschen langsamer. Ja, fahre tue ich eine Bandit, eine 1250er, also eine mit Wasserkühlung, ein RS, wie ihr sicherlich sehen könnt. Die Kamera habe ich jetzt am Brustkorb dran, an so einem Geschirr. Ich hatte sie auch schon mal am Helm. Ja, hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Helm ist halt gut, weil man kann halt auch die Blickrichtung ändern. Ich finde das aber teilweise, je nachdem wo man fährt, ein bisschen hektisch, weil der Kopf halt teilweise sehr viel gucken muss, also sich links bewegt, rechts bewegt. Und ich finde, das macht die Kameraführung so ein bisschen hektisch über den Ecktisch. Und das ist halt mit dem Brustgurt doch ruhiger, obwohl man da nur eine Kameraeinstellung hat. Das ist halt der Nachteil daran. Also wenn, dann muss ich mich praktisch mit dem ganzen Oberkörper drehen und das macht man beim Motorradfahren ja in der Regel nicht so sehr. Dafür finde ich das angenehmer, weil sie einfach angenehmer zu tragen ist. Sie schränkt eigentlich so ein. Am Helm, finde ich, zerrt die ganze Sache doch schon relativ stark. Zumindest gestern. Ich hatte gestern nochmal einen Vlog versucht und da hatte ich sehr starken Gegenwind extra so ausgesucht. Gestern war so ein bisschen Schiedwetter, es war ordentlich bewölkt bei uns hier oben. Und naja, es war halt sehr pustig und dann riss das doch ordentlich am Helm so, ne? Zumal man ja auch nicht immer langsam fährt. Also normalerweise fahre ich, wie gesagt, täglich mit dem Motorrad und von daher auch viel über Land, weil ich sehr ländlich wohne. Und ja, dann fährt man halt auch mal schneller als 50 in der Ortschaft. Und manchmal auch so ein bisschen mit der Scheuklappe auf der rechten Seite. Ja, und dann zieht das halt umso mehr, man da am Gashebel zieht. Haben wir die Polizei. Moin, moin. Ja, Beate Use hier vorne rechts, ne? Wie gesagt, gibt es ein paar Shops hier. Ja. Ich hoffe, dass ich ein paar von euch vielleicht mal, gerade aus der nördlichen Region, vielleicht mal live erleben darf. Ja, muss mal sehen, wie ich das jetzt eingestellt kriege hier auf YouTube. Wie ich das schneide oder ob ich es einfach so durchgehen lasse. Vielleicht den Ton noch ein bisschen nachbearbeite, wenn es denn nötig ist. Ja. Und dann, dass ich dann meinen ersten Vlog tatsächlich mal ja, in den Kasten reinkriege. Ich bin computertechnisch totale Vollhonk. Also bei mir dauert das immer etwas, bis ich irgendwie so eine Sache zusammengeschustert habe, weil ich beruflich eigentlich gar nichts mit IT zu tun habe. Und ja, privat, gut, ja, man sitzt am Rechner, man guckt sich ein bisschen Videos auf YouTube an und moin. Ja, macht halt so die Sachen, die man so für den täglichen Alltag braucht, mal was schreiben, irgendwie auf Word oder sonstige Sachen, aber ich bin jetzt nicht so der Mensch, der da total versiert ist. Ich bin schon immer ganz froh, wenn ich weiß, wo die Tastatur ist und von daher ja, ist das für mich halt immer ein bisschen schwieriger vielleicht als für andere Leute.
Ja, was mich interessieren würde noch so, was es bei euch so für Programme gibt, wenn ihr da Erfahrung mit habt, womit ihr arbeitet, auch wo, die Sachen Mikrofon. Ich weiß, dass die Senders im Moment ganz groß im Kommen sind, die sind mir aber eindeutig zu teuer. Also ehrlich gesagt, ich bin Familienvater und da setzt das Geld nicht ganz so locker. Also ich will das als Hobby betreiben und nicht semi-professionell. Und von daher brauche ich immer Sachen, die günstig sind. Deswegen auch die Rollei und keine GoPro oder sowas. Und ich denke auch, es muss ja irgendwie möglich sein, auch mit günstigen Sachen ja, eine vernünftige Qualität hinzukriegen, die halt nicht so sehr am Geldbeutel zerrt. Ich weiß auch nicht, wo da, ehrlich gesagt, das so schwierig sein soll. Ich habe mich mal ein bisschen informiert jetzt, gerade wegen dem Mikro. Da gibt das halt nierenförmige, kegelförmige, kugelförmige, also von der Aufnahmegestaltung her. Entschuldigung fürs Schnäuzen hier. Das ist, ich weiß nicht, was daran so teuer sein soll, ob ich nun ein nierenförmiges Mikro kaufe oder ein kugelförmiges. Also die kugelförmigen kriegt man hinterhergeschmissen, die Aufnahmen. Und die Nierenrichtmikrofone oder auch Kegelrichtmikrofone, die sind sau teuer. Und ich verstehe das nicht. Ich meine, gut, dass man da ein bisschen den Ton irgendwie abgrenzt und dass sie dann zur Seite nicht so sehr oder nach hinten nicht so sehr aufnehmen, das verstehe ich ja noch. Aber so richtig, warum das so teuer ist, zumal ich auch nur ein einfaches Such mit Kabel, keine Bluetooth-Verbindung oder sonstigen Scherz, ja, das ist mir nicht begreiflich. Also da gibt man echt ein Heidengeld für aus. Und wenn ihr da irgendwie eine günstige Alternative wisst, womit man die man benutzen kann, dann ist das schon echt der Vorteil. Also, wie gesagt, bisher hat sich das Ganze schwierig gestaltet. Gerade in Sachen Audio. Naja, gut, nun ist die Rolei auch nicht unbedingt das die Kamera, die jetzt so wahnsinnig viel Alternativen bietet. Naja, gut. Das sollte jetzt erstmal eine Probe sein. Ich bin auch mehr oder weniger gleich zu Hause. Ich wünsche euch noch was. Man sieht sich demnächst oder man hört sich demnächst. Ich hoffe, etwas von euch zu hören und dass jetzt mal die Videoaufnahme besser geworden ist als die letzten 5, die ich versucht habe. Bis dann. Tschüss.